im Idealfall, und das ist bei uns an der ESBZ gelungen, hat dann die ganze Schule Sonderformate, weil es immer wieder schwierig ist, wenn man besondere Wochen haben möchte, dass dann ein Teil der Kollegen doch in einer anderen Stufe unterrichten muss. Also wenn es irgendwie gelingt, dass man alle Wochen, die besonders sind, sei es Praktika, sei es Studienreisen, Projektwochen oder ein paar Formate, zu denen ich dann ein bisschen was länger sagen werde, Pulsare, Lernexpedition oder bunte Wochen, dass man die gut aufs Jahr verteilt, dann gibt es Freiräume, in denen man losgelöst von dem normalen Stundenplan einfach Dinge entwickeln kann. Wie viele solche Blockwochen es gibt, das hängt von der Kreativität der Schule ab, von den Vorgaben, die man in dem jeweiligen Bundesland hat, von den Freiräumen, die man hat. Aber erstmal haben wir es als sehr entspannt erlebt, dass man sich überhaupt überlegt, wann wollen wir solche Blockwochen haben. Und wenn das gemeinsam gelungen ist, dann kann man im Grunde genommen auch ein bisschen erklären, was kann in diesen Wochen eigentlich passieren. Und wir haben bei uns in Berlin an der ESBZ vor allem drei Formate gefunden, die ich besonders vorstellen möchte. Das eine, was wir Pulsare nennen, das zweite Lernexpedition und das dritte, was bei uns bunte Wochen heißt. Pulsare könnte man vielleicht am ehesten mit Projektwochen vergleichen. Pulsar, irgendwas, was leuchtet wie ein heller Stern, was eigentlich, glaube ich, für alle bei uns an der Schule so die Highlights sind. Man hat eine Woche, wo man Fächer jahrgangsübergreifend eine Themenwoche hat. Man sucht sich Themen, wo Kollegen, Kolleginnen oder auch Experten von außen begeistert dafür sind. Die Woche läuft im Grunde genommen so ab. Es gibt 2 Tage Input von diesen Expertinnen und Experten. Dann arbeiten Schüler, Schülerinnen daran alleine oder in kleinen Gruppen weiter. Und am 5. Tag gibt es eine Präsentation davon. Nachher gleich ein bisschen mehr, wenn ich ein paar Beispiele dafür anbringe. Das Zweite ist noch viel freier. Lernexpedition bedeutet, Schüler, Schülerinnen überlegen sich, was würden Sie gerne machen? Sie stellen Antrag und es ist wirklich völlig frei, wo Sie lernen, wie Sie lernen, in welcher Art und Weise Sie das tun. Das Dritte, was wir als bunte Wochen bezeichnen, da können ganz verschiedene Dinge reinkommen, die uns einfach wichtig sind und wo wir sagen, wir müssen dafür Zeit einplanen. Das kann nicht so nebenbei mal passieren. LAK ist eine Abkürzung für Lern- und Arbeitskompetenzen. Reflexion ist klar, dass wir für uns als Kollegium uns Zeiten nehmen wollen, wo wir miteinander reflektieren, wo wir Schüler, Schülerinnen Zeit geben zum Reflektieren, Zeiten, wo wir coachen wollen, Schüler, Schülerinnen coachen wollen und Zeiten, wo wir auch gemeinsam planen wollen. Bevor ich weitermache, oder vielleicht, ich würde gerne einfach zu Pulsaren, Lernexpeditionen und LAKs noch was sagen und am Ende mal ein ganz konkretes Beispiel zeigen, wo wir gerade sind für die Jahresplanung für das nächste Schuljahr. Pulsare. Soll natürlich möglichst einen coolen Titel haben. Beam me up, Scotty, Quantenmechanik. Muss die ganzen Ideen nicht vorlesen. Ideen für eine bessere Welt, Befreiungstheologie. Eins der Sachen, die wirklich cool ist, Lehrer haben irgendeine Leidenschaft und manchmal geht die im Lehrplan einfach unter. Pulsare sind solche Zeiten, wo wir einfach sagen können, boah, da ist was, was mich wirklich begeistert. Und ich habe eine Kollegin, einen Kollegen, die begeistert es auch und dann überlegt man sich, wie können wir Schüler dafür begeistern? Wie gesagt, das Ganze läuft so. Man kommt als Team zusammen und überlegt sich, man hat in ein paar Monaten eine Pulsarwoche. Man überlegt sich, je nachdem, wie groß die Schule ist, 10, 20 verschiedene Pulsare. Wer arbeitet mit wem zusammen? Dann können die Schüler sich das auswählen. Schüler werden zugeordnet, wird intensiv vorbereitet und dann gibt es, wie gesagt, 2 Tage mit Inputs. Eventuell werden Experten von außen geholt, eventuell geht man irgendwo außerhalb hin. Und danach haben Schüler, Schülerinnen die Möglichkeit, und die Aufgabe, 2 Tage lang selber das Thema zu vertiefen.
Interviews zu machen, nachzulesen, einen Podcast zu erstellen, was auch immer die Möglichkeiten sind. Und am letzten Tag kommt dann die Ernte, wo man dann schaut, was hat der eine mit Fußball gemacht? Fußball mit mehr als nur ein Spiel, Frauenfußball, Männerfußball, Kommerzialisierung von Fußball, Geschichte von Fußball, Doping im Fußball, Fanclubs, was auch immer da irgendwo ist. Das Spannende daran ist, da sind Leute, die begeistert von etwas sind. Und sie haben eine Woche Zeit, ihre Begeisterung zu teilen darüber. Nächstes wäre im Grunde genommen die Lernexpedition. Ganz individuell. Schüler, Schülerinnen überlegen sich und beantragen das bei ihrem Tutor, oder Klassenlehrer könnte man sagen, jemand, der die einzelnen Schüler, Schülerinnen begleitet. Was möchte ich gern machen? Wie möchte ich das machen? Wo möchte ich das machen? Und ob man Japanisch lernt, ob man sich mit juristisch-ethischen Fragen beschäftigt, ob man sich mit ökologischen Fragen beschäftigt, ob man irgendwo hingeht, ob man alleine das studiert, es spielt keine Rolle. Wichtig ist, man beantragt was, man macht es und am Ende gibt es eine Reflexion, auch in der Gruppe, dann Schüler, Schülerinnen voneinander hören. Was hast du gemacht? Wie hast du das gemacht? Welche Hindernisse hast du überwunden? Was ist vielleicht nicht gelungen? Wo würdest du deine Zeit das nächste Mal vielleicht anders einteilen? Das Dritte, was ich vorstellen möchte, sind Lern- und Arbeitskompetenzen. Die Idee davon kam her, dass man sagt, es gibt eigentlich so vieles, was man eigentlich in der Schule lernen sollte, was aber immer zu kurz kommt. Ob das Entspannungstechniken sind, ob das Essaywriting ist, Debattierclub, Upcycling, Zeitmanagement, eine gesunde Sitzhaltung. Wir sammeln, inzwischen haben wir einen großen Erfahrungsschatz, aber wie wir angefangen haben, haben wir gesammelt, die Schüler, Schülerinnen gefragt, was würdet ihr einfach gern lernen? Wir haben Eltern gefragt, was glaubt ihr, was wir als Schule machen sollten, was nicht im Mathematikunterricht vorkommt, was nicht im Deutschunterricht vorkommt, was aber eigentlich ganz wichtig wäre, wenn Schüler, Schülerinnen sowas in der Schule irgendwann mal gehört haben. Und wer kann eventuell so etwas anbieten, weil sie oder er Expertin dafür ist. Und von da haben wir zurzeit zweimal im Jahr so zwei Lern- und Arbeitskompetenztage. Die Workshops dauern jeweils entweder einen Tag oder einen halben Tag. Das können Schüler teilweise halten. Es wird oft von Eltern gemacht. Manches machen sogar Lehrer, Lehrerinnen. Der Punkt ist einfach, man muss Zeit dafür organisieren, man muss so einen Plan haben. Und von daher ist meine, glaube ich, letzte Folie auch schon der Jahresplanentwurf. Und das ist ein schönes, sehr tüfteliges Projekt, worum es im Grunde genommen geht, wo wir jetzt gerade sind. Als erstes sind die Ferien eingeteilt. Die haben wir und die genießen wir und darüber sind wir dankbar. Und dann überlegen wir, wann wollen wir Fließunterricht haben? Der ist hier grau gezeigt, der ist der ganz normale Unterricht im Stundenplan. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn diese Blöcke zusammen sind. Also nicht irgendwie drei Wochen Fließunterricht, dann eine Pulsarwoche, wieder zwei Wochen, sondern dass da auch eine Kontinuität hineinkommen kann. Und dann legen wir meistens vor die Ferien oder direkt danach solche Blockwochen. In Berlin wird das nächste Schuljahr relativ lang sein. Von daher ist es noch ein vorläufiger Entwurf, wo wir noch relativ wenig Pulsarwochen drin haben. Wir hoffen noch eine vierte oder fünfte Pulsarwoche dazu zu haben. Das Spannende daran ist, wenn man viele Beteiligte daran, Schulleitung, die Stufenleitung, Schüler, Schülerinnen fragt, dann hat man am Ende einen Plan, wo man sagt, okay, das könnte gut funktionieren. Und von Jahr zu Jahr kann man immer wieder ein bisschen weiter daran schauen. Man trägt natürlich die Prüfungstermine ein. Abiturprüfungen werden in jedem Bundesland vorgegeben. Andere Abschlussprüfungen. Und irgendwann entsteht dann ja so ein doch recht organischer Rhythmus, wo man dann auch von Jahr zu Jahr merkt, ah, da war eine Woche zu viel, da war das, das war für den zu anstrengend. Der Clou ist, man macht den ganz normalen Unterricht, den man irgendwie machen muss und der ja auch nicht schlecht ist. Und man schafft sich ganz, ganz viele Freiräume, in denen man Projekte machen kann,
in denen Schüler, Schülerinnen völlig selbstständig arbeiten. Und von dem ausgehend kann man dann vor allem auch in den Wochen eventuell was machen. Und das macht Barbara Stockmeier dann. Vielen Dank, Uli. Es war eine Rückfrage im Chat. Vielleicht magst du die einfach tatsächlich unkompliziert beantworten. Es war die Frage, sind Lernexpeditionen oder wie viele sind verpflichtend in der Oberstufe? Ich glaube, wir haben zurzeit 2 pro Jahr. Aber das variiert auch. Also, oder vielleicht sind sogar 3. Das ist von Jahr zu Jahr auch unterschiedlich bei uns. Okay. Gut, dann übernehme ich mal. Vielen Dank für den Einblick. Während es jetzt gerade wirklich aus der erprobten und mittlerweile seit, muss ich überlegen, 6 Jahren erprobten Praxis der ESBZ gehört haben, gehen wir jetzt einen kleinen Schritt weiter. Und zwar, wie Sie auch in dem Auftakt des Forums gehört haben, gab es in den letzten 3 Jahren ausgerufen von der Deutschen Schulakademie ein Innovationslabor, neue Oberstufe, in dem Schulpraktikerinnen und Schulpraktiker als auch Vertreterinnen aus Wissenschaft, Stiftungen, Schülerinnen und Schüler selbstverständlich und Schulaufsicht zusammengearbeitet haben und ihr gemeinsames Wissen und den gemeinsamen Erfahrungsschatz so zusammengeführt haben, dass daraus ein Vorschlag wurde, wie man den Stundenplan, den wir an unseren Schulen kennen, gegebenenfalls auch anders gestalten kann, sodass das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, tatsächlich ein Impuls ist, der entgegen dem, was Sie gerade gehört haben, noch nicht langjährig erprobt ist, sondern dazu einlädt, sowohl daraus etwas zu ziehen, was für die eigene Schule passen könnte, als auch sich natürlich daran zu reiben. Sie blicken auf einen Montag bis Freitag und Sie sehen, dass anhand der farblichen Schattierungen, dass 4 unterschiedliche Formate in eine Woche gut eingefügt werden könnten. Ausgegangen davon, dass die fachspezifischen Grundlegungen eine sehr wichtige Komponente in der gymnasialen Oberstufe sind, finden Sie die in grün. Die Frage, wie könnten die fachspezifischen Grundlegungen so ergänzt werden, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl bedarfs- als auch interessensorientiert individuell, ob alleine oder in kleinen Gruppen, vertiefen können. Aus dieser Frage resultierte die Überlegung, eine konsequente Verankerung der fachspezifischen Vertiefungen. Sie kennen das vielleicht aus Ihren Schulen, wenn Sie selbstbestimmte Lernzeiten haben oder wenn Sie nach Deutenplan arbeiten oder andere Varianten eingefügt haben, in denen Ihre Schülerinnen und Schüler in Freiräumen arbeiten können. Das ist genau daraus abgeleitet. Woher kommen die Stunden in den fachspezifischen Vertiefungen? Das ist ja immer die Frage, woher nehme ich die Stunden als Schule? Ein Vorschlag aus dem Innovationslabor ist, dass man zum Beispiel aus 6 Grundkursen, die man als Schule definiert, jeweils eine Stunde ableitet, könnte natürlich auch ein Leistungskurs dabei sein, und die sozusagen mit einer Stunde weniger in der fachspezifischen Grundlegung bedient und dafür die Stunde in die fachspezifische Vertiefung gibt. Der Unterschied zwischen fachspezifischer Grundlegung und fachspezifischer Vertiefung ist der, dass die fachspezifische Grundlegung ein von Lehrerinnen angeleitetes und begleitetes Format ist und die fachspezifischen Vertiefungen ein schülerzentriertes Format, in dem die Schülerinnen eigenverantwortlich begleitet und begleitet von der Lehrperson und angeleitet von einer gestalteten Lernumgebung seinen eigenen Vertiefungsweg geht, sodass es ein anderer didaktischer Aufbau ist. Wir haben außerdem überlegt,
Entschuldigung, ich habe die, wenn ich, ich merke gerade, wenn ich spreche, habe ich nicht geklickt. Sie sehen hier nochmal die Zusammenfassung, die fachspezifischen Grundlegungen im Klassen- und Kursverband, Erwerb der curricularen Kompetenzen und Inhalte. Die fachspezifische Vertiefung habe ich Ihnen auch schon erläutert. Da gehe ich nicht nochmal drauf ein. Das dritte ist tatsächlich die Antwort auf die Frage, wie können wir dem nachkommen, dass nicht nur in Projektwochen oder Themenwochen oder außergewöhnlichen Wochen das Wissen in die Anwendung kommt. Und das Wissen in die Anwendung haben wir hier im Labor als wie bezeichnet Wissen im Einsatz, nämlich das fest verankert im Stundenplan in einem Doppelblock tatsächlich, damit ausreichend Zeit ist, fachliches Wissen und Können in Experimenten, Laborsituationen, Simulationen, Inszenierungen oder auch Aktionen in die exemplarische Anwendung kommen. Das Novum daran ist aus unserer Sicht, dass es eine wöchentliche, fest im Stundenplan etabliertes Lernformat dafür gibt, was nicht ausgelagert und extra ist. Wo findet im Stundenplan insbesondere der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung explizit nochmal seinen Raum? Das kann aus unserer Sicht in einem Block sein, den wir WUI nennen, die Welt und ich. Sie sehen den in blau. Aus unserer Sicht muss in einem Stundenplan für eine neue Oberstufe oder sollte in einem Stundenplan für eine neue Oberstufe verankert sein, tatsächlich die persönliche Begleitung der Schüler. Gern bezeichnet als Coaching. Man kann es auch natürlich bezeichnen als Mentorbeziehung oder als Tutorschaft. Es geht um eine persönliche Begleitung, in der die Schülerinnen merken, sie sind bedeutsam, es geht um sie, es geht darum, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit stärken, dass sie ihre Interessen herauskristallisieren, dass sie Orientierung bekommen auf ihrem Weg durch die Oberstufe, sowohl auf einer schulfachlichen Ebene als auch, sofern natürlich jeweils gewünscht, auf einer persönlichen Ebene. Wo könnte das nähere Umfeld seinen Platz finden, nämlich dass es auch natürlich nicht nur um mich geht, sondern auch um meine Gegenüber, dass Menschen mit Botschaften und Menschen mit Botschaften, dass jeder Mensch ein Mensch mit Botschaft ist, der sein kleines oder größeres Umfeld mitgestaltet und Verantwortung übernimmt. Ein Beispiel dafür wäre aus unserer Sicht, könnte sein, eine Oberstufenversammlung zu haben, die man auch wöchentlich im Stundenplan verankert. Die Möglichkeit für eine Oberstufenversammlung, für die Ausgestaltung könnte sein tatsächlich, dass man mit Menschen, die man einlädt, aktuell virtuell, ansonsten hoffentlich bald wieder digital, einlädt, mit denen man in den Diskurs kommt, sei es aus Politik, Wirtschaft oder aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Es kann auch sein, dass man als Oberstufe sich gemeinsam mit Schulentwicklungsfragen auseinandersetzt, um die eigene Schule mit weiterzuentwickeln. Es kann sein, dass man einen Augenmerk auf die kulturelle Vielfalt legt und der Musik und dem gemeinsamen Musizieren oder Zuhören von Musik Raum gibt. Da sind so der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Und das Letzte, was aus unserer Sicht ein spannendes Element für eine Oberstufe ist, wäre tatsächlich die Verankerung, was auch Herr Kramer ja hervorgehoben hat. Es geht eben auch um die Welt. Es geht darum, zu lernen und die Neugier und Leidenschaft dafür aufzubauen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und ob sein Kiez oder seine ländliche Region oder auch seine Schule, sein Umfeld mitzugestalten, sodass man in diesem blauen Block, sage ich mal, auch verankern kann, dass wöchentlich die Schülerinnen in Projekte
in ein festgelegtes, über einen längeren Zeitraum, über ein Schuljahr hinweg, ein Projekt gehen, in dem sie Verantwortung übernehmen und das sie mitgestalten, sei es in einer jüngeren Klasse, sei es außerschulisch, sodass sie sich eine Organisation, eine Einrichtung, einen Verein suchen, den sie mitgestalten möchten. Sodass in dem Bereich die Welt und ich die drei Bereiche verankert werden. Es geht um mich, es geht um dich und es geht um die Welt. Sodass sie zusammengefasst in einer Woche, was auch plus minus, wenn sie jetzt sozusagen mit ihren Stunden, die in ihren Bundesländern relevant sind, wenn sie das nachrechnen, die tatsächlich einigermaßen aufgehen sollte, dass sie eine bunte Mischung haben aus fachspezifischen Grundlegungen, fachspezifischen Vertiefungen, Wissen im Einsatz und die Welt und ich.